Lautstark Unterstützung jetzt zum letzten Bundesligaspiel in dieser Saison für den ESV Schwerin. Und Martina Müller wird es mit dem Aufschlag eröffnen. Viel zu spät reagiert und Zinni Nökel mit dem 1:0 für Schneewedding. Also zweite Angabe ebenfalls für Schwerin. Hürst mit der Angabe. Gut rübergedrückt den Ball von Morawke und Hürst mit dem schnellen Ball. Auch die nicht gefährlich genug. Und er war aus. Und damit 1:1. Cindy Nörkel. Und die Führung ist 2:1 für den ESV Schwerin durch Diana Hürst. Nökel mit Angabe. Das war eine klasse Angabe. Martina Müller kommt nicht mehr an den Ball und auch Christine Mass kommt zu spät. 2:2. Und Diana Hörst mit dem guten Schlag nach dem Pass oder dem Heber, wie sie es sagen, von Sabrina Nixdorf zum 3:2 für Schwerin. Und Hürst mit dem kurzen Ball. Mit Ausheben. Und der Bull gemacht von Laura Morawke. Martina Müller. Schlechte Angabe. Mal raus, 4:3. Für Schneewedding. Diana Hürst. Den hat Martina Müller gut geholt. Und Diana Hürst jetzt mit der Möglichkeit hier zum Ausgleich. Schwacher Ball. Gute Variante von Laura Morawke. Aber der Ball immer aus, 4:4. Und der Punkt geht an Schwerin, der Ball im Aus.
Und Cindy Nölke. 4-5. Und der Ball war drin. 5-5. Hörst. Kurze Variante, gefährlich gespielt diesmal. Da kommt weit. Maas bringt den Ball nach vorne und Müller muss ihn jetzt rüberbringen. Bringt sie gut rüber. No. Moravke jetzt. Ah! Da war Nixdorf noch gut hingesprintet. Da hatte sie alle Möglichkeiten. Der Bell, Laura Morowke, die Außenseiten hat sich aufgestellt, um die kurzen Bälle abzufangen und dann spielt sie kurz in die Mitte. Nixdorf zwar darauf vorbereitet, aber nicht mehr schnell genug. 6-5 für Schneewerding. Angabe Hürst ins Netz. Sieben zu fünf. Schöne Variante von Hürst. Gut gerettet von Schneewerding. Können den Ball aber nur noch rüber tragen. Das war gefährlich. Mast. Kriegt ihn nicht richtig vor und Müller muss jetzt das Beste draus machen. Zu sehr mittig gespielt. Morowke mit dem Schlag. Ludwig gut und Hörst muss ihn rüberbringen. Und der war im Netz. Punkt für Schwerin. Gute Überlegung von Laura Morowke, aber der Ball im Netz und deshalb der Punkt. Für Schwerin 7-6 die Führung für Schneewerding. Nixdorf kann die Angabe abfangen. Und Hürst kann den Ball nur noch rüber tragen. Morowke den Ball rüber. Das war eine gute Variante von Martina Müller, aber Schneewerding konnte den Ball tragen. Und jetzt Hürst mit der Riesenmöglichkeit. Sie findet die Lücke. Aber Schneewerding holt sich den Ball. Da gibt es ja auch Szenenapplaus in der Halle. Und das zu Recht. Und da sieht Maren Ludwig alles andere als gut aus. 8-6. Diana Hürst bei der Angabe. Hürst mit dem Versuch. Nichts und Morowke mit dem Ball ins Aus. 8-7, das bleibt also spannend hier im ersten Satz. Cindy Nölkel mit der Angabe wird rechts rüber kommen. Ja, Mast ohne Probleme, Nixdorf und Müller, das hat sie sehr schön gesehen.
8-8. Da hat sie gut gesehen, dass sie aus die Hauptangriffsspielerin Laura Morawke vorgerückt war. Und dann war die Lücke groß genug, um einzuschlagen. 8-8. Zinni Nörkel bei der Angabe. Gut aufgepasst von Hörst, aber schlecht angenommen. Müller bringt ihn zurück und Ludwig bringt ihn rüber. Aber es ist natürlich wenig gefährlich. Und für Schneverding Morawke, der ist zu weit. Und die Führung für Schwerin mit einem. So zeigt es der Schiedsrichter auch an. 9-8. Nökel bei der Angabe. Und Ludwig kommt hin, kriegt den Ball aber nicht hoch. Ausgleich, 9-9. Angabe, Diana Hürst. Oh, das war eine gute Angabe von Hürst. Morawke. Guter Schlag und Christine Mast bekommt ihn nicht mehr. Da war Schwerin schon komplett vorgerückt für den kurzen Ball. Und sie schlägt ihn dann lang. Das ist ein tolles Spiel, was sie bisher abliefert. Sehr variabel und holt damit den Satzball raus für ihre Mannschaft. Abzuwehren, versucht den jetzt Martina Müller bei der Angabe. Nökel nimmt ihn an und der Ball ist im Netz. Und der Ausgleich, 10-10. Zinni Nörkel. Nixdorf kann den Ball holen. Ludwig jetzt mit dem Vorball und Hürst hinterher und gute Idee, schlecht ausgeführt. Satzball erneut für Schneverding.